Hallo, hier ist Kay. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und heute geht es darum, wie du den Speck, die Speckpölsterchen loswirst. Denn das funktioniert definitiv nicht ohne die drei folgende Dinge. Du bist bestimmt schon gespannt. Aber bevor wir loslegen, falls es dich mal interessiert, welcher Stoffwechseltyp du bist und warum das überhaupt wichtig ist, sprich, welches Training für dich und deinen Körper am besten geeignet ist und welche Lebensmittel dir so richtig gut tun und welche du lieber reduzieren solltest, dann empfehle ich dir das Quiz unter diesem Video. Geht ganz schnell, dauert 3 bis 4 Minuten. Du bekommst dann von mir dein personalisiertes Ergebnis zugeschickt. Genial, oder? Also, lass uns loslegen. 3 Dinge, die du unbedingt beachten solltest, wenn du sagst, ja, ey, echt, also mich nervt ja dieser Speck, ne? Ob das über oder unter dem BH ist, ob es am Bauch ist, ob es so die Rolle, die über den Hosenbund ist, ob es der Hintern ist, der hängt, was auch immer. Ne? Wir kennen ja die Problemzonen der Frauen. Also egal, was tatsächlich dein Problem ist, es geht um die Speckpölsterchen und wie du sie loswirst, beziehungsweise was dich gerade dann hindert, sie nicht loszuwerden. Und ich bin ja jetzt tatsächlich seit 21 Jahren, meine Güte, 21 Jahren, ich hatte gerade Jubiläum, voll verpasst, in dem Bereich Fitness, Ernährung, Mindset, Motivation tätig. Du kannst dir vorstellen, wie viele Frauen ich in diesen 21 Jahren betreut habe und vor allen Dingen auch, wie mein Weg in diesen 21 Jahren war. Ich habe jahrelang habe ich noch an Dinge geglaubt, ne, an die sogenannten Fitnessmythen, ja, wo ich heute sage, meine Güte, wie konntest du denn so lange an sowas festhalten? Ja, und heute stehe ich da und merke immer wieder, das, was ich die ganze Zeit gedacht habe, was so der Hauptgrund Nummer 1 ist, dass ja gerade Frauen nicht bei der Bewegung bleiben oder nicht konsequent dran bleiben, zu sagen, ich mag mich wohlfühlen in meinem Körper. Ich dachte immer, es ist die Zeit, weil ich das so oft gehört habe, du, ich habe keine Zeit für ein Workout. Daraufhin habe ich ja diese Kurzworkouts entwickelt, ja, unter anderem, also ehrlicherweise war es egoistischerweise erst für mich und dann aber auch, weil ich immer wieder gehört habe, ich kann keine Stunde zu dir in den Kurs kommen, so viel Zeit habe ich nicht. Und dann habe ich ja eben diese Mini-Workouts entwickelt, aber selbst diese Mini-Workouts haben viele gesagt, ich habe keine Zeit. Ich sage ja mittlerweile, ne, wir nehmen uns die Zeit nicht und es ist auch de facto so, dass wir die Zeit für uns nicht nehmen, weil wir eben denken, wir müssten zuerst noch alles andere erledigen. Ob es der Haushalt ist, ob es sich um andere kümmern ist, ob es der Job ist, es ist egal, wir stellen uns an letzter Stelle. Ist aber ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall dachte ich eben, das ist der Hauptgrund. Der zweite Grund war dann ganz oft, ich habe keine Energie. Ich kann nicht, ich bin kaputt, ich kann es morgens nicht machen, weil ich ja die Kinder habe, ich kann es mittags nicht machen, weil ich ja im Büro bin, ich kann es abends nicht machen, weil ich ganz einfach müde bin, ich will dann bloß noch meine Ruhe haben. Ja, also auch da dachte ich, okay, müssen wir gucken, wie kommen wir dahin, dass du mehr Energie hast. Auch da habe ich Programme entwickelt, auch Schwamm drüber, denn auch das ist mittlerweile nicht der Hauptgrund, sondern der Hauptgrund ist tatsächlich, und es ist auch das erste Ding, was dich tatsächlich davon abhält, deine Ziele zu erreichen, ist, dass die Motivation fehlt. Es ist keine Motivation da. Selbst wenn du Energie hast, denkst du dir, was soll denn das Workout jetzt schon bringen? Ja, das habe ich ganz oft gehört. Was sollen denn 7 Minuten schon bringen? Aber genau das ist eben der springende Punkt. Wenn du nicht motiviert bist, dann machst du natürlich auch nicht. Und wenn du nichts machst, ja, dann wird halt auch nichts, ne? Mit dem tollen Körper, mit dem Wohlfühlkörper. Nochmal, also bei mir, weiß nicht, wie es dir geht, bei mir geht es ja nicht um irgendwelche Modelmaße oder Sixpack oder Bubble Butt oder wie der ganze Schmutter heißt. Ja, bei mir geht es wirklich darum, ich möchte morgens aufstehen, ich möchte, yay, neuer Tag, ich möchte so durch den Tag gehen und ich möchte abends auch noch in der Lage sein zu sagen, so, hey, was machen wir denn jetzt noch? Sprich, ich möchte voller Energie sein, ich möchte mich wohlfühlen. Wenn ich in den Spiegel gucke, will ich nicht mit so einer Fratze in den Spiegel gucken, sondern sagen, jupp, passt.
Warum bist du nicht motiviert? Das wäre ja mal die Frage, die wir stellen sollten. Und du bist nicht motiviert, weil du dein Warum nicht kennst. Was ist dein Warum? Nehmen wir mal den Satz, ich möchte abnehmen. Boah, toller Satz, ne? Wie viel möchtest du denn abnehmen? Sprich, detaillierter. Und mal ganz ehrlich, dein Mindset, was ganz viel jetzt damit zu tun hat, wenn du sagst, ich möchte abnehmen, sagt dein Mindset, okay, abnehmen, abnehmen, abnehmen. Ne? Man verzichtet dann mal eine Zeit lang auf alles Mögliche. Und dann gibt es eine Schokotorte und die Pizza und was weiß ich. Und man ist da eingeladen und da eingeladen. Dann nimmst du zu und dann ist in deinem Gehirn, in deinem Verstand schon wieder, okay, wieder abnehmen, abnehmen, abnehmen. Und so bist du dann halt so in diesem Jojo-Gedöns drin, ne? Und wirst immer dicker und immer dicker und es fällt dir immer schwerer abzunehmen. Also sprich, dein Verstand kann mit sowas überhaupt nichts anfangen. Mit so einem Satz, ich möchte abnehmen. Wie viel willst du abnehmen? Bis wann willst du abnehmen? Wo willst du abnehmen? Am besten, ja, ich möchte einen flacheren Bauch. Ich möchte straffere Beine. Ich möchte 5 Kilo weniger wiegen. Ja, bis wann möchtest du das? Und warum möchtest du das? Was glaubst du denn, was ist, wenn du 5 Kilo leichter bist? Was ist denn dann? Überleg dir das mal. Was glaubst du, was ist, wenn du sagst, ich will jetzt in 4 Wochen meinen Körper straffen. Ja, warum denn? Was ist denn in 4 Wochen? Bist du da auf eine Hochzeit eingeladen? Ja, treffen sich da, geht ja heute nicht mehr, aber ne, treffen sich die Klassenkameraden? Will man da eine gute Figur machen? Ja, hast du selbst einen runden Geburtstag? Was ist da? Was ist in den 4 Wochen? Oder in den 9 Wochen? Nicht einfach nur, ich will abnehmen. Ich will 5 Kilo abnehmen. Nein, warum? Du brauchst diese Emotion, weil, mal ganz ehrlich, wir wissen doch alle, glaubst du nicht etwa, dass ich jetzt jeden Tag Lust habe auf zum Beispiel ein Cardio-Workout? Manchmal ist es hier auch so heiß und wenn ich dann morgens erstmal meine anderen Dinge mache und dann denke ich, oh, jetzt sind wir ganz schön heiß da draußen. Ja, also sprich, ich habe auch nicht immer die Lust, aber ich weiß, warum ich Cardio-Workouts mache, weil ich ein Ziel habe und ich bin emotional mit diesem Ziel verbunden und dann stelle ich mich eben auch bei 35 Grad da raus und gucke halt, dass ich im Schatten bin und mache das Workout. Und wenn ich es abends um 10 mache. Aber nur, weil ich emotional mit dem Ziel verbunden bin, weil ich genau weiß, wie es mir geht, wenn ich dieses Ziel erreicht habe oder wie es mir geht, wenn ich dranbleibe. Ja, das ist der Hauptgrund Nummer 1, warum du nicht dranbleibst, warum du logischerweise, wenn du nicht dranbleibst, dann eben auch nicht deine Ziele erreichst. Okay, also emotional mit deinem Warum verbinden. Warum mache ich das überhaupt? So, der zweite Grund, den will auch keiner hören, ist, dass dein Körper belastet ist. Belastet mit Schadstoffen. Schadstoffe aus der Luft, von den Klimaanlagen, aus der Ernährung, von deinen Kosmetikprodukten, von deinen Pflegeprodukten, von den Reinigungsmitteln, von den Waschmitteln, von deinen Klamotten, die du neu kaufst. Ja, all das, all diese Schadstoffe setzen sich in deinen Zellen ab. Und das lahmt deinen Stoffwechsel. Das bringt deinen Hormonhaushalt durcheinander. Das bringt deinen Säure-Basen-Haushalt komplett aus dem Ruder. Ja, und wir sind jetzt nur bei Schadstoffen. Ich rede noch nicht mal von prozessierter Nahrung. Wäre so ein ganz anderes, langes Thema. Also, was tun, wenn dein Körper quasi voller Schadstoffe ist? Du kannst 2 Dinge tun. Du kannst zum einen auf zellulärer Ebene reinigen und du kannst zum anderen über die Ernährung reinigen. Und somit dann eben deinen Stoffwechsel hier wieder so richtig pushen. Die Fettverbrennung anregen, deinen Säure-Basen-Haushalt wieder in Balance bringen und auch dann deinen Hormonhaushalt in Balance bringen. Ich weiß ja, das sind ganz viele Informationen, aber mal ganz einfach erklärt, pass auf, wir haben ein Immunsystem, ne, das kennst du, das wollen wir ja dann immer stärken im Herbst, ne, Herbst und Winter müssen wir das Immunsystem stärken, keiner weiß warum, keiner weiß, wie das überhaupt vonstatten geht, aber wir reden alle drüber, ne, Immunsystem stärken. Gibt es dann verschiedene Tipps und Tricks, auch von mir. Pass auf, dein Immunsystem ist die Gemeinschaft von deinem Verdauungssystem, deinem Nervensystem und deinem Hormonsystem.
Wenn dein Körper nun belastet ist, ob das nun die Schadstoffe sind aus allen möglichen Quellen, was ich dir gerade gesagt habe, oder aber aus prozessierter Nahrung, sprich dein Körper ist dauerhaft überlastet, eventuell isst du auch noch Leitprodukte, isst zu viel tierisches Eiweiß, zu viele Milchprodukte, zu viel Weizen und so weiter, zu viel Zucker, zu viel Alkohol, ja, wenn das alles zu viel ist, was bei den meisten der Fall ist, dann ist dein Körper überlastet und somit dein Verdauungssystem überlastet. Und ich erkläre dir das mal wirklich total einfach, ist nichts wissenschaftlich, ne? Einfach so nur für dich zum Verständnis. Kommt eine ganze Menge an Essen rein und dein Verdauungssystem sagt, boah, was ist denn das alles hier? Meine Güte, was mache ich denn damit? Ja, und dann fängt es an, auseinander zu grabausteln und dahin zu stecken und dahin zu stecken und den Rest rauszuschicken. Weißt du, was ich meine? Also es ist so eine richtige Müllverwertungsanlage quasi, dein Verdauungssystem. Je mehr reinkommt, desto länger braucht dein Verdauungssystem und desto mehr Energie braucht dein Verdauungssystem. Das ist dann die Energie, die dir wiederum fehlt, wenn du dann nachmittags nochmal so richtig durchstarten willst. Wenn dein Verdauungssystem nun überlastet ist, ja, weil es immer zu viel von allem bekommt und dein Körper noch mit Schadstoffen, also deine Zellen mit Schadstoffen belastet sind, dann bringt es eben alles aus der Bahn. Aber komplett. Und das Schlimmste, was jetzt dabei passiert, ist, dass dein Körper bzw. deine Organe nicht mehr mit den notwendigen Nährstoffen versorgt werden können, weil der Transport einfach nicht mehr gegeben ist. Ja, weil der Körper, also das Verdauungssystem, ist nur noch damit beschäftigt, aufzuräumen und zu gucken und was und wie und kenne ich gar nicht und blablabla, was mache ich denn damit? Ja, also total überlastet. Dann fehlen die Nährstoffe, weil einfach nichts mehr durchkommt. Und jetzt muss der Körper agieren. Jetzt holt sich der Körper zum Beispiel Magnesium und Calcium aus den Knochen, weil ihm das einfach fehlt, um es wieder überall hinzustopfen. Und du wunderst dich, warum du unruhig bist und keine Energie hast. Das ist ein ganz normaler Prozess in deinem Körper. Kriegst du natürlich nicht mit. Geht ja keine Flagge auf. Hallo, hallo, mir ist gerade alles zu viel. Nee, und selbst wenn, ignorierst du es, beziehungsweise wenn du merkst, oh, ich bin andauernd unruhig und oh, ich weiß auch nicht und so nervös und mir geht es gar nicht gut. Was machst du? Du futterst natürlich noch mehr von dem ganzen tollen Comfort Food, sprich Stärke, sprich Zucker, Weizen, Gluten, Milchprodukte, alles, was du halt kennst und was dir so gut tut. Und klage ich dich an? Nein, auf keinen Fall, weil ganz ehrlich, ich war genauso da drin. Ich hatte mehrere Phasen durchgemacht, ne? Du erinnerst dich, was ich erzählt habe, diese Auf- und Abs, mehrere Phasen durchgemacht, sprich einmal nur Brot und Wasser, also nicht einmal einen Tag, sondern eine ganze Phase, wo ich nur noch Brot und Wasser getrunken habe und Trockenbrot, nichts Käsebrot und Wurstbrot und Tralala-Brot, trockenes Brot und Wasser. Ja, war im Prinzip gefangen in meinem eigenen Körper. Und zum anderen wirklich immer dieses, mir geht's nicht gut, ich brauche was Gescheites zu essen, wie man in der Pfalz so schön sagt. Und dann wirklich, hier, gib mir Zucker, gib mir all das. Ja, hat's mir was gebracht? Ja, mir hat's einen Körper gebracht, der dann tatsächlich nicht mehr so wirklich funktioniert hat und der vor allen Dingen keine Energie hatte. Kommen wir wieder zurück. Wenn dein Körper mit Schadstoffen belastet ist, ist das Beste, was du für ihn tun kannst, wirklich mal zellulärer Ebene zu reinigen oder eine Detox-Phase zu machen. Es gibt ein grenzgeniales Programm von mir, das ist die basische Power aus dem Kochtopf. Da gibt es so viele leckere Sachen. Also jeder, der da mitmacht, sagt immer, oh Gott, das ist viel zu viel zu essen. Ich kriege das gerade gar nicht gegessen. Aber du kommst genau in diese Entgiftungsphase hinein. Du kommst genau wieder dahin, dass du deinen Säure-Basen-Haushalt auf die Balance bringst, somit deinen Stoffwechsel pushst, somit deinen Hormonhaushalt wieder in die Balance bringst, dein Verdauungssystem funktioniert wieder prima. Wunderbar. Das war der zweite Grund, warum die Fettpölsterchen nicht schmelzen wollen. Ja, und jetzt kommen wir zum dritten Grund, warum du deine lästigen Speckpölsterchen nicht auf Dauer loslassen kannst. Du würdest ja gerne, aber du kannst es nicht. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Grund. Denn du bist allein und du musst dich ständig selbst motivieren. Und da haben wir beim ersten Grund gelernt, das ist ja nicht so, ne? Motivation ist ja quasi das, was uns alle, oder die fehlende Motivation ist das, was uns alle davon abhält. Also, wenn du allein bist und im stillen Kämmerlein dann sitzt,
und dann eigentlich noch ein Workout machen solltest. Und das kann ehrlicherweise auch nur 4 Minuten lang sein. Wir müssen noch nicht mal von 7 Minuten reden. Und du aber stattdessen lieber die Füße hochlegen kannst und dir eine Netflix-Serie anschauen kannst, was glaubst du denn, was du tatsächlich machst? Ich kann es dir garantieren, du wirst die zweite Variante nehmen, dir dazu noch ein bisschen Schokolade holen, vielleicht ein paar Kekse und es dir gemütlich machen, denn der Tag war doch definitiv heute so anstrengend. Nehme ich es dir übel? Definitiv nicht. Ja, das ist auch was wir alle durchlaufen. Wir sind so gefangen in unserem Alltag. Wir sind so gefangen in diesem System und in dieser Struktur. Ich muss immer erst alles machen und ich muss da noch helfen und das muss ich auch noch erledigen. Und ich kann jetzt keine Zeit. Ich kann mich auf keinen Fall hinlegen. Wie sieht denn das aus? Also die Hälfte ist ja noch gar nicht erledigt. Wenn du in einer Gemeinschaft bist, wenn du in einer Gruppe bist, wo du zum einen die Dinge, die dir gut tun, quasi auf einem Silbertablett serviert bekommst und zum anderen eine Gemeinschaft von Frauen hast, die dich mitmotivieren. Also Frauen, die alle im gleichen Boot sitzen wie du, die wollen alle das Gleiche, nämlich sich wohlfühlen in ihrem Körper, sich auch mal Zeit für sich gönnen, sich gesünder ernähren, sich einfach rundum wohlfühlen. Wenn du in dieser Gruppe bist und du bist mal nicht motiviert, und du bekommst quasi auf dem Silbertablett das Workout. Ja, auch heute machst du dieses Workout, das wird dir gut tun. Und du denkst, oh, ich habe jetzt aber keine Lust auf ein Workout. Und dann kommt das erste Häkchen in die Gruppe, weil nach jedem Workout muss ein Häkchen gesetzt werden, kommt ein Häkchen in die Gruppe. Und dann das zweite Häkchen und das dritte Häkchen. Und dann kommt ein Häkchen und oh, das tat so gut heute, ich wollte ja erst nicht, aber ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Dann wirst du neugierig. Und dann guckst du dir es an. Und dann sagst du dir, hey, das sieht ja ganz gemütlich aus, ich mache das jetzt auch. Und schon hast du dein Workout gemacht. Und genauso ist es mit allem. Genauso ist es auch mit einer kleinen Tagesaufgabe, die du bekommst. Ja? Oder wenn es zum Beispiel um das Thema Stoffwechsel geht, dass es einen Stoffwechselbooster gibt, ja, ein Getränk, das super lecker schmeckt, das auch noch lecker aussieht, wo du die Zutaten nicht irgendwo kaufen musst. Das bekommst du wiederum auf dem Silbertablett serviert. Ja, und du denkst, oh, das sieht ja lecker aus, aber eigentlich habe ich jetzt gar keine Lust, das zu machen. Und schon schreibt wieder jemand in die Gruppe, boah, ist der lecker, vielen Dank für das Rezept. Und dann sagst du dir, okay, das mache ich jetzt auch. Weißt du, was ich meine? Das ist eine Gruppe, das ist die Energie in dieser Gruppe, die dich mitreißt. Also nicht nur, dass du alles ganz bequem auf dein Smartphone serviert bekommst, sondern es ist eben auch so, dass wenn du es serviert bekommen hast und es dann da sitzt und quasi auf dich wartet, du von den anderen so motiviert wirst, dass du es automatisch machst. Und selbst wenn es mal nicht so ist, ja, selbst wenn an dem Tag irgendwie keiner schreibt, keiner irgendwas macht, dann kannst du die Gruppe nutzen und kannst sagen, oh, ich bin heute total unmotiviert, wem geht's denn noch so? Und dann motiviert ihr euch da gegenseitig. Also es ist doch immer, das ist bei jedem Ding so. Ja, nimm dir mal vor, laufen zu gehen. Ja, und das machst du vielleicht 2-3 Mal. Ja, und dann, ja, ist aber heute regnet es, heute mache ich das nicht. Oder heute war so viel zu tun, heute mache ich das nicht. Hast du aber einen Buddy, eine Freundin, mit der du regelmäßig laufen gehst, ja, dann kommt vielleicht so von der einen, oh, eigentlich habe ich heute keine Lust. Und dann sagt aber die andere, hey, komm, das haben wir uns doch vorgenommen, das machen wir, dann können wir uns super gut unterhalten. Ja, ich freue mich doch schon so auf dich. Was passiert? Ihr geht laufen. Egal, ob es draußen regnet oder schneit, ihr geht laufen, weil ihr euch aufeinander freut und weil ihr, im Englischen heißt das, committed seid. Ihr habt euch verpflichtet quasi, das zusammen zu machen und dem Schweinehund gegenseitig in den Hintern zu treten. Und diese Gruppe, kannst du dir vorstellen, das potenziert mal 20. Ja, das ist das, was du eben in der Gruppe bekommst. Dinge allein zu schaffen, die Dinge, die man sich vorgenommen hat, wo du eventuell noch nicht mal dein emotionales Warum kennst, du bist zum Scheitern verurteilt. Und die gute Nachricht, es ist noch nicht mal deine Schuld. Das ist ganz normal. Das ist das, was passiert. Ja, weil wir glauben ja dann immer, oh, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich kriege ja noch nicht mal ein blödes Workout hin, das gibt es doch gar nicht, ja. Und dann, wir machen uns dann wieder klein, aber es hat nichts mit dir zu tun. Ja, es sind die Faktoren, die ich dir genannt habe, das auf alle Fälle. Aber gegen diese Faktoren kann man etwas tun. Und es fällt dir so viel leichter.
es in einer Gruppe zu tun, in einer Gemeinschaft von Frauen, die genau das gleiche Problem, die gleiche Herausforderungen haben wie du. Und das Beste ist, ich bin ja immer mittendrin. Ja, und steck euch an mit dieser Lebensfreude, mit der Energie und geb alles weiter in leicht verdaulichen Häppchen, wie ich immer sage, weil weiß auch, wie es ist. Informationsüberschuss ist das Schlimmste, was einem passieren kann, weil da macht man nämlich gar nichts mehr. Nichts da. Wir gehen langsam, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, kleine Babyschritte, um dann an dein Ziel zu kommen, dauerhaft dort zu bleiben und eventuell dir sogar noch ein neues Ziel zu setzen. Ja, weil Etappenziele sind die besten Ziele, die man überhaupt haben kann. Gut, also nochmal zusammenfassen, die drei Gründe, warum es nicht klappt. Du hast kein emotionales Warum. Dein Körper ist total zugemüllt mit Schadstoffen, ja, und du stehst allein da. Du stehst ganz allein auf weiter Flur und musst dich da immer wieder selbst motivieren und hast noch nicht mal irgendwie eine Ahnung, wo du anfangen sollst und was jetzt der beste Weg ist. Und wenn das bei dir so ist, ich empfehle dir auf jeden Fall, mach das Quiz unter diesem Video. Wir schauen, welcher Stoffwechseltyp du bist und ich garantiere dir, ich kann dich auf deinem Weg begleiten. Du bekommst dein personalisiertes Ergebnis von mir zugeschickt. So, und heute ist Donnerstag und donnerstags lose ich immer die Gewinnerin, den Gewinner aus vom wöchentlichen Gewinnspiel. Jede Woche gibt es hier ein Gewinnspiel. Jede Woche gibt es geniale Preise. Und diese Woche ist die Gewinnerin Heike H. Yeah, 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 herzlichen Glückwunsch! Heike, du kommentierst bitte unter diesem Video und dann schicke ich dir eine Nachricht und dann bekommst du auch deinen Preis. Ich kann dir sagen, der wird richtig gut. Okay, was noch? Ja, falls du natürlich auch am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, du bist super, super einfach. Du abonnierst meinen Kanal, meinen YouTube-Kanal. Du schaust ja dieses Video gerade auf YouTube, also abonniere den Kanal. Du kannst auch gleich das kleine Glöckchen klicken, dann kriegst du nämlich immer eine Benachrichtigung, wenn ich entweder live war oder ein neues Video hochgeladen habe. Dann kommentierst du unter diesem Video, ja, schreibst, oh, das war so schön, vielen Dank oder wie auch immer, bei uns scheint heute die Sonne, wie ist denn bei dir? Ja, und als drittes teilst du dieses Video. Du kannst es mit einer Freundin teilen, du kannst es in der Gruppe teilen, du kannst es bei dir in Social Media teilen. Du kannst mich bitte mit meinem Namen verlinken, damit ich auch weiß, dass du es geteilt hast. Warum? Du fragst dich, warum muss ich denn sowas machen? Ganz einfach. Und ganz ehrlich, wenn dir dieses Video geholfen hat, wenn du jetzt sagst, oh Gott, wusste ich alles gar nicht, meine Güte, was glaubst du denn, wie es deiner Freundin hilft, wie es deiner Nachbarin, deiner Kollegin, deiner Mutter, deiner Schwester hilft und wie es noch so vielen anderen Menschen helfen kann? Und ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, ich bin auf einer Mission. Und meine Mission ist es für dieses Jahr, ich habe viele große Missionen, aber für dieses Jahr 1111 Frauen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und zwar egal, was das Ziel ist, weil ich weiß, dass ich es kann, weil ich so vielen Frauen schon geholfen habe und weil ich mich selbst aus dem größten Dreck rausgeholt habe und heute strahlend und voller Lebensfreude vor dir stehe. Ich weiß, dass ich es kann. Je mehr Menschen es erfahren, desto mehr Menschen kann ich helfen. Und das finde ich gerade in dieser Zeit so wichtig. Ich danke dir fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen, für dein Vertrauen, für dein Sein. Ich wünsche dir einen grenzgenialen restlichen Tag und ich freue mich auf das nächste Video mit dir. Ciao, ciao. Hier ist Kay.